Willkommen zurück zu Let's Play Awakening 3, das Königreich der Kobolde. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir hier gelandet sind, aber das ist der Erfinder, mit dem reden wir jetzt. Hallo, ich bin Leodici, der Erfinder. König Grummel zwingt mich, Maschinen für den Krieg gegen die Menschen zu erfinden. Ich kann dir helfen, mit meiner Flugmaschine zu entkommen. Sie wurde in einem Sturm beschädigt. Aber ich kann sie reparieren. Könntest du mir bitte die Pläne bringen? Ich habe Höhenangst. Okay. Irgendjemand arbeitet hier wohl bis spät in die Nacht. Ich kann sie erst benutzen, wenn ich was zum Schneiden finde. Bitte berühre nicht meine Geräte. Sie sind sehr delikat. Der Hebel klemmt. Das grässliche Geräusch deutet darauf hin, dass dieses Ding kaputt ist. Na toll. Auweia, ein Windschuss hat die Familienpläne nach unten geschubst, wie auch immer. Wie komme ich denn hier raus? Die Pläne sind heruntergeweht worden, aber der Fahrstuhl ist defekt. Ich habe einige Ersatzteile im Lagerraum, aber ich fürchte, wir müssen da erstmal aufräumen. Kenne ich. Okay, cool. So, was brauchen wir denn hier? Pfeife, Kamm, Salzstreuer? Nee, Pfefferstreuer. Okay. Seht ihr, das hier ist schwarz. Außerdem eine Mutter. Und ein Pinsel und das ist ein Mörser. Mhm. Hier vielleicht? Nee. Wie ich jetzt gerade einfach mal gar nichts davon sehe, ne? Ach so, ich muss die dazustellen. Ich muss die gar nicht suchen. Okay. Das war, finde ich, nicht erkenntlich. Nee, das war wirklich nicht ersichtlich. Okay, wo könnte der Schraubenschlüssel hingehören? Sieht doch eher aus wie eine Rohrzange. So, und jetzt müssen wir 12 Zahnräder finden. Schon sagen, das ist doch ein Zahnrad. Zähl das endlich Mitspiel. Eins noch. So. Möge ich es mit Kaffee besser finden? Okay,
Okay, wir haben jetzt sehr viele Zahnräder. Im Namen des Schraubenziehers. Ich habe meine Messing-Symboltafel gefunden. Wir können sie in meinem Zeichentisch einsetzen, um eine Kohlplatte herzustellen, um die Fahrstuhlsteuerung zu öffnen. Hier, bitteschön. Du bist die Fahrstuhlsteuerung? Dies ist ein sehr komplizierter Schließmechanismus. Okay, und jetzt? Ich kann sie erst benutzen, wenn ich was zum Schneiden finde. Hier ist doch so ein Skalpell. Bereite die Codeplatten vor, indem du die richtigen Symbole ausschneidest. Hier ist so ein Dings. Mal gucken, wo das ist. Ich weiß nicht, ob die Reihenfolge stimmen muss, aber sicher ist sicher da. Okay, cool. Ja, wir machen es in der richtigen Reihenfolge. Hier, das da. Das ist es eigentlich schon, aber vielleicht ist da unten dieser Strich minimal anders. Spiel! Warum lässt du mich das nicht ausschneiden? Da? Ah. Okay, mein Fehler. Okay. Gleiche die Symbole auf den Codeplatten mit denen auf der Steuerung ab, um zu erfahren, welche Knöpfe du drücken musst. Ah, Moment. Die meinen bestimmt die hier am Rand. Nein, ich will nichts drücken. So ganz verstanden habe ich das aber nicht. Okay, das war also doch richtig. Gut, dann machen wir erstmal die hier.
es war sicher, dass das rein von der Logik her so sein musste. Und dann werden das die beiden hier sein. Okay, so schwer war das dann doch nicht. Verbinde mit Hilfe aller Teile den roten Schraubenkopf mit dem grünen Schraubenkopf. Oh, wir können die natürlich auch drehen, ne? Logisch. Noch mehr Teile? Nee, es waren alle. Na gut, dann kann das ja so schon mal nichts werden. Tatsächlich mag ich solche Rätsel sehr gern. Ich muss natürlich alle Teile nehmen, ne? Das ist so klar. Die Beine sind nicht ganz gleich lang. Ja, das kann sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Ihr dürft gern vorspulen, wir machen heute auch nichts anderes mehr.
Was ich sehr schade finde, ist, dass wir hier nicht einen Tipp bekommen können, mit wie es einen Schritt weitergeht. Also wir können also entweder das Rätsel überspringen oder komplett selber machen. Das finde ich echt ein bisschen schade. Weil es ja auch mal interessant gewesen wäre zu sehen, was so der erste Schritt ist, ne? Aber nein. Diesen Luxus gewährt uns das Spiel nicht. Also irgendwie komme ich hier auf keinen grünen Zweig. Das gibt's doch nicht. Immer wenn ich denke, aha, ich hab's dann, nein. Oder kann ich mir doch einen Tipp geben lassen? Jetzt habe ich nicht hingeguckt. Ich dachte nämlich, das Rätsel löst sich jetzt. Tut's gar nicht. Lass mir jetzt tatsächlich nochmal einen Tipp geben. Aha. Ja gut, das ist halt wie überspringen, ne? Überspringen wir das einfach. Das finde ich halt kacke. Das ist kein Tipp, das ist die Lösung. Weil die Tippfunktion ist absolut sinnfrei, wenn man einfach das angezeigt bekommt, was man auch beim Überspringen bekommt. Also es wäre okay gewesen, einen Teil anzuzeigen oder so, oder anzuzeigen, was richtig ist oder nicht oder so, aber das komplett zu zeigen, ja, ist Verarschung. Egal, ihr Lieben, der Fahrstuhl geht wieder. Wir benutzen den jetzt mal eben. Und dann machen wir an dieser Stelle Schluss und es geht weiter beim nächsten Mal. Bis dahin.